Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute blicken wir ja zurück auf die erste Adventswoche, denn heute ist ja schon der zweite Advent und das zweite Lichtlein brennt sozusagen. Und dementsprechend ist es auch etwas winterlich, weihnachtlich in meiner Woche zugegangen. Und ich habe neben den Büchern natürlich auch ein bisschen was zu einem Adventskalender beigetragen und habe eine kleine Ankündigung oder sogar zwei Ankündigungen. Und ich denke, wir starten wie gewohnt mit den Büchern der Woche. Begonnen hat meine Woche, beziehungsweise hat ja die letzte auch schon damit geendet. Und zwar Bird and Sword von Amy Harmon. Ein Buch, das ich ja zusammen mit der lieben Miri vom Kanal MJ Liest gelesen habe. Und was wir ja regelrecht wirklich verschlungen haben, es viel schneller gelesen haben als geplant. Und das hatte ich in der letzten Bücherwoche, glaube ich, schon so ein bisschen angeteasert. Und so haben wir es dann, glaube ich, am Montag beendet. War es Montag? Ja, ich glaube tatsächlich, es war Montag. Sozusagen dann auch das erste Buch der Woche. Weihnachtlich ging es weiter mit Küsse unter dem Mistelzweig von Mila Summers. Ein Buch, was mich durch den Klappentext angesprochen hat, durch das sehr schöne weihnachtliche Cover und wo ich mir doch ein bisschen Weihnachtsstimmung versprochen habe. Und wann passt es besser als natürlich in die Adventszeit? Ein Weihnachtsbuch im August macht für mich persönlich eher weniger Sinn. Daher durfte das Buch, glaube ich, schon im November einziehen und wurde jetzt auch von mir gelesen. Dann habe ich das Winterbuch von Tove Jansson gelesen, eine Kurzgeschichtensammlung von der Autorin der Moomins. Und ich habe die Bücher früher immer super gern gelesen und war sehr gespannt, was die Autorin jetzt sozusagen ein bisschen für Erwachsene schreiben kann. Und dann habe ich zusammen mit auch wieder der lieben Miri und der lieben Chiara von Kanal Books and Bakery mit dem neuesten Mousseau gestartet, das Papiermädchen. Wir sind da so grob an der Hälfte und natürlich gibt es die finale Rezension dann erst in der nächsten Woche, aber so ein bisschen was kann ich natürlich schon dazu erzählen. Ja, soweit die Bücher und ich denke, wir starten jetzt einfach mit dem ersten Buch der Woche. Das war Bird and Sword von Amy Harmon. Ein Buch, das im Oktober diesen Jahres im Lux Verlag erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde, hat 400 Seiten, kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 12 Euro und es wird auch einen zweiten Teil dazu geben, der ist schon angekündigt für Juli nächsten Jahres. Dieser wirkt für mich aber eher wie ein Sequel als eine Fortsetzung. Aber das ist nur so ein Gefühl, was ich so im Klappentext herausnehme, den ich natürlich erst nach dem Lesen des ersten Bandes gelesen habe, aber so als kurze Info. Ja, ich habe das zusammen mit der lieben Miri gelesen, ihr Kanal natürlich unten in der Infobox und wir hatten darüber, glaube ich, gesprochen, als wir uns in Nürnberg gesehen haben und haben uns dann auch recht schnell festgelegt, dass wir dieses Buch direkt noch im Dezember gemeinsam lesen und so haben wir am 1. Dezember gestartet und waren, ich glaube, innerhalb von 4 Tagen auch wirklich mit der Geschichte durch und haben auch wirklich suchtmäßig immer gesagt, oh, können wir noch ein Kapitel, können wir noch einen Leseabschnitt, schaffen wir heute 2 Leseabschnitte? Ja, es war so ein bisschen fast wie bei Chunkies, so stelle ich es mir vor, aber es war wirklich ein wunderbarer Austausch und ganz liebe Grüße an dich, Miri. Ich habe von der Autorin vorher schon Unendlich Wir gelesen, Vor uns das Leben und auch Für immer Blue. Eigentlich schreibt Amy Harmon eher erwachsene Liebesgeschichten, die sehr intensiv sind, die auch Abgründe haben, also die leben und die lieben und war mehr oder weniger immer mal begeistert. Ich glaube, von den 3 Büchern, die ich gelesen habe, hat mich eins umgehauen, eins war ganz gut und das andere hat mich eher enttäuscht und dementsprechend habe ich dann auch die Autorin gar nicht mehr weiterverfolgt, war aber gespannt, was sie im Jugendbereich jetzt so schreiben kann und das ist dieses Buch. Es ist ein Jugend-High-Fantasy-Roman, der wirklich ein Highlight für mich ist. Nicht nur, was diesen Monat oder dieses Jahr betrifft, sondern wirklich, was Jugendbuch angeht, was eben auch so diese Richtung in Fantasy betrifft. Da finde ich wirklich, hat Amy Harmon einen tollen Stempel reingebracht, eine tolle Geschichte geschrieben. Aber ich möchte natürlich euch auch erstmal erzählen, um was es geht. Ich komme hier schon aus dem Schwärmen gar nicht heraus, aber
Ja, so soll es sein. Ein Buch soll Emotionen hervorrufen und die müssen dann eben auch einfach beim Leser hervorquellen. Und ja, entschuldigt dafür. Wir machen es natürlich ordentlich und ein bisschen was zur Geschichte. Ja, die junge Dame, die man wahrscheinlich auch auf dem Cover sieht, ist ja Lark, also zu Deutsch die Lerche. Und die verliert als sehr junges Mädchen ihre Mutter, denn ihre Mutter, die hatte eine Gabe. Und magische sind in der Welt, in der wir uns eben befinden, nicht gewünscht und werden eben in der Regel mit dem Tode bestraft. Und ja, Larks Mutter nimmt auch so ein bisschen ihre Tochter in Schutz und ja, muss dafür ihr Leben nehmen, verflucht aber noch den hiesigen König und mehr oder weniger auch seinen Sohn, den jungen Prinzen, und befiehlt Lark ja im Grunde auch durch irgendwie eine Art Magie eben zu sprechen, denn ja, die Wörter von Lark können eben gefährlich sein für sie und ja, so lernt das Mädchen oder kann das Mädchen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr sprechen. Sie wird von ihrem Vater, dessen Schicksal an das seiner Tochter gebunden wird, von seiner Frau, ja, wird sie eher ja, wie eine Gefangene gehalten. Sie lernt nicht lesen, nicht schreiben und lebt auch sehr zurückgezogen und ja, eines Tages kommt aber der damals junge Prinz, heute König, ja, im Grunde in dem Dorf an, in der Region an, wo Lark mit ihrem Vater lebt. Und da der Vater sich nicht so ein bisschen mit dem König einig werden kann, was die ja, Krieger für den hiesigen Krieg sozusagen betreffen, nimmt er Lark mit als seine Gefangene, als Pfand dafür, dass der Vater eben das tut, was der König möchte. Und so landet ja, Lark jetzt eben bei Prinz bzw. bei König Tiras und ja, wird von ihm eben eigentlich wie eine Gefangene behandelt, aber auf sehr positive Art und Weise. Also sie bekommt alles, was sie mehr oder weniger braucht, denn irgendetwas verbindet die beiden relativ schnell. Und da würde jetzt so manche sagen, Mensch Steffi, solche Geschichten magst du doch überhaupt nicht. Und ja, da kann ich durchaus zustimmen, aber wir haben hier nicht diese klassische der König ist ein Böser und misshandelt seine Gefangene und sie verliebt sich trotzdem in ihn, sondern man merkt eben hier wirklich von Beginn an eine Sympathie, die beide gegenüber dem anderen sozusagen hegen. Und ja, auch dass Taris ein Geheimnis natürlich bewahrt, sonst wäre es ja relativ unspektakulär. Und natürlich auch die Gabe von Lark ist hier sehr im Vordergrund. Und jetzt gilt es natürlich herauszufinden, was hat es mit diesem Hass der magischen Welt zu tun? Warum sind die Menschen so? Warum war der König so Vater von Tiras? Und ja, was steckt hinter Larks Gabe und was kann da noch alles passieren? Und das natürlich auch ein bisschen gespickt mit einer doch sehr angenehmen Freundschafts- und ja, vielleicht auch irgendwie Liebesgeschichte. Ja, ich bin ja immer etwas skeptisch, was Jugendbücher anbelangt, wenn darin natürlich auch noch eine Liebesgeschichte passiert, weil mir das ja auch viel zu schnell geht, viel zu rasant geht und ich immer denke, so passiert es einfach im wahren Leben nicht. Und ja, es ist natürlich High Fantasy und da gibt es natürlich auch keine Trolle und es gibt auch keine Zwerge und Drachen schon gleich gar nicht. Mir ist das schon alles durchaus bewusst. Amy Harmon hat es in diesem Buch aber geschafft, eine unglaublich spannende Geschichte aufzubauen und tolle Charaktere zu erschaffen, die sehr tiefgründig sind, die wahnsinnig agieren, die tolle Dialoge haben und die einfach sich so echt anfühlen. In einer Welt, die sich gefühlt tatsächlich auch echt anfühlt. Denn natürlich ist das Konstrukt der High Fantasy hier etwas kleiner, weniger komplex, als es ein Game of Thrones ist, als es ein Mittelerde ist. Das ist natürlich gar keine Frage, denn es richtet sich hier natürlich an junge Erwachsene, an Jugendliche, die eben High Fantasy erst ja, vielleicht ausprobieren wollen. Und man hat hier eine abstrakte Welt, man hat magische Menschen, man hat andere Kreaturen und die sind unglaublich kreativ, wie ich fand. Ich fand auch die Gabe von Lark wirklich grandios gezeigt, umgesetzt, logisch und man hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, das ist ein totaler Schmarrn, den uns die Autorin hier erzählen möchte. Und so ist es eben auch mit den Charakteren. Nicht nur, dass wir eine Welt haben, die anders ist, die neuartig ist, die Spaß macht und die auch bildlich wirklich sehr toll ausgearbeitet ist für ein Jugendbuch. Das muss man wirklich anerkennen. Das finde ich auch persönlich wichtig und weiß ich zu schätzen. Wir haben hier auch Charaktere, die handeln, wie man es sich vorstellt, die eine Veränderung auf 400 Seiten durchmachen, die ich
großartig fand, die aber zu keiner Zeit unlogisch war, was mir auch wichtig ist. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand morgens aufwacht und ganz anders ist als am Vortag und man fragt sich, wann hat er denn diese Einsicht bekommen. Hier entwickeln sich die Charaktere nicht zu langsam, aber in einem Tempo, dass man es verstehen kann. Es gibt Gründe, was sie dazu bewegt, anders zu sein, und das fand ich wirklich großartig. Und ich mochte Lark und ich mochte auch Tiras den König und nein, Taris den König, und ich fand das eine tolle Geschichte. Ich mochte diese beiden Charaktere, die uns die Welt auch so ein bisschen aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln gezeigt haben. Nicht, dass es hier einen großen Perspektivwechsel gibt, aber Taris erzählt uns eben viel, also beziehungsweise Lark, und wir bekommen es dann im Grunde mit, und das fand ich wirklich toll. Und auch die Gefahrensituationen waren toll beschrieben, und wir gehen aber nicht zu tief zum Beispiel in Kriegsszenen hinein, was ich gut fand, was man natürlich aus dem klassischen High Fantasy sie doch des Öfteren kennt, auf sehr brutale Art und Weise, dass man das hier so ein bisschen ausspart. Aber auch die Liebes-Freundschaftsgeschichte der beiden ist nicht zu tiefgehend im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben wirklich schön gesponnen, auch so, wie man es sich einfach so vorstellen kann für das Alter, was die beiden eben einfach haben. Und es gibt unglaublich viele Emotionen, es gibt Spannung, man hat ängstliche Momente, es gibt traurige Momente, es gab Momente, wo ich wirklich geweint habe, man freut sich mit den Charakteren, und so ist es ein weites Feld an Gefühlen, man schmunzelt auch über den einen oder anderen Dialog, und ja, ich fand es einfach toll. Es war alles dabei, was ich mir von einem Buch wünsche, was ich mir von einem Jugendbuch wünsche, was eben auch ein Jugendbuch für mich ausmacht. Es ist eben einfach anders als High Fantasy für Erwachsene, als ein 1000-Seiten-Wälzer, den ja sonst wirklich gefühlt viele High Fantasy Bücher haben. Ich fand das wirklich toll. Ich fand für den Einstieg, wenn man als Jugendlicher, junger Erwachsener mit High Fantasy beginnen möchte, wenn man so ein Gefühl dafür bekommen möchte, ist das wirklich eine absolute Empfehlung. Und es ist einfach spannend erzählt. Ich fand auch einfach die Ideen und die Welt großartig gemacht. Und ich mochte auch die Wendungen, die geschehen, die ich nicht habe kommen sehen. Ich bin von einem ganz anderen Ende ausgegangen, und ich glaube, die liebe Miri auch. Und wir haben das Ende aber beide wirklich total gefeiert. Und es ist wirklich ein Highlight im Jugendbuchsektor. Und ich hatte wenig Erwartungen an dieses Buch. Also ich war natürlich gespannt, was Amy Harmon tut, hatte mich aber mit keinster Rezi oder sonstigem irgendwie darüber mal vorher informiert, sondern ich dachte, ich bin gespannt, was die Autorin macht. Fand den Klappentext toll, das Cover natürlich sowieso. Und ich bin so froh, dass ich auch wieder hier ein Jugendbuch Schätzchen sozusagen gefunden habe, über das ich zufälliger mehr oder weniger gestolpert bin und es auch wirklich genussvoll mit der lieben Miri gelesen habe, und wir wirklich beide so viel Spaß mit der Geschichte hatten, die wirklich sehr lebendig war und die mir unglaublich gefallen hat. Ob ich das Sequel meiner Meinung nach, das wird sich nennen, spoilert, nein, man kann sich das ja angucken, Queen and Blood. Ob ich das lesen werde, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich möchte da ein bisschen mehr dazu wissen, ob es wirklich eher so ein Sequel ist, für das ich das halte, oder ob es tatsächlich eine Fortsetzung ist, was für mich eher unlogisch ist, weil für mich ist diese Geschichte abgeschlossen. Also es gibt ein Ende, mit dem man leben kann, was auch gefühlt keine Fragen offen lässt, und ich es daher eben eher für ein Sequel halte als für eine Fortsetzung, und ich kann das absolut empfehlen. Wer Jugendbücher mag, wer Jugend-High-Fantasy mag, wer in so eine Welt einfach mal eintauchen möchte, der ist hier absolut richtig. Toller Schreibstil und wirklich ganz viel Gefühle, egal in welche Richtung, und ja, ein absolutes Highlight, wie gesagt, nicht nur in diesem Jahr, sondern wirklich auch, was es zu meinen Jugendbüchern gehört, also steht wirklich so auf einer Riege, wenn es Dystopien Panem ist, wie auch Kuss der Lüge in diesem Jahr mich total begeistert hat, und so hat mich jetzt eben auch Bird in Sword begeistert von Amy Harmon, und ich glaube auch, dass das nicht das letzte Mal ist, dass ich dieses Buch gelesen habe. Dann geht es weiter mit der Weihnachtsgeschichte der Woche. Ja, geplant ist ja wirklich so jede Woche eine Weihnachtsgeschichte zu lesen, und das habe ich somit diese Woche auch erfüllt, denn ich habe Küsse unter dem Mistelzweig von Mila Summers gelesen. Das ist im Oktober diesen Jahres erschienen, ist glaube ich im November bei mir eingezogen, kostet als Taschenbuch 8 Euro, als E-Book aktuell 2,99 €, und ich glaube, ich habe es noch als Schnäppchen sozusagen, als Einführungspreis für 99 Cent gekauft. Es hat 220 Seiten und ein wunderschönes weihnachtliches Cover, wie ich finde. Also ja, das hat mich absolut begeistert, das hat mich glaube ich auch angesprochen, und da so
diesen Self-Publishern, Weihnachtsbüchern, wo ich mich so ein bisschen durchgeguckt habe. Und ja, man kann jetzt nicht leugnen, man guckt natürlich auch auf ein Cover und wenn einem dann der Klappentext gefällt, greift man natürlich zu und so war hier natürlich die Kombination gegeben. Ja, wir haben hier Emily, eine junge Frau, die mit ihrem Freund schon lange Jahre zusammen wohnt und der verlässt sie kurzerhand vor Weihnachten wegen einem brasilianischen Unterwäschemodels. Wunderbares Klischee, mit dem ich aber tatsächlich noch mitgehen kann, denn ich glaube, sowas passiert uns doch allmal im Leben. Ja. Aber dass man verlassen wird und vielleicht noch vor Weihnachten, das passiert, glaube ich, tatsächlich öfter, als man denkt. Ja, sie hat keinen Bock mehr gerade so auf das Leben, fühlt sich total alleingelassen. Sie hat auch keine Familie mehr. Sie hat als junges Mädchen früh ihre Eltern verloren und ihre Familie war eben eher die Familie ihres Freundes. Sie hat eine Buchhandlung in London und verlässt aber London kurzerhand und macht Urlaub in den Highlands. In einem Cottage, das halt gerade noch so frei war, in einem kleinen, besinnlichen Dörflein. Und trifft dort auf den Besitzer des Cottage, auf Ben, der doch so ein bisschen einen merkwürdigen Eindruck bei ihr hinterlässt. Und findet ein mysteriöses Tagebuch von scheinbar den Personen und den Frauen, die eben vorher in diesem Cottage gewohnt haben, beziehungsweise es auch aufgebaut haben, was eben schon viele Jahre auch zurückliegt. Und was jetzt so dieses mysteriöse Tagebuch mit dem etwas ungehobelten Ben zu tun hat, einem Mann, von dem man gerne wissen möchte, was unter seinem Killzoo ist, das muss man da natürlich ein bisschen in der Geschichte lesen. Mir hat unglaublich gut gefallen in der Geschichte, wie uns die Highlands präsentiert wurden, wie auch die Lebensumstände in diesem Dörflein erzählt wurden, wenn das natürlich auch alles sehr viel Klischee war, dass man sich eben vorstellt, die Leute leben in einem Dorf und dort sind alle immer gut gelaunt, die Weihnachtsstimmung ist groß oder überhaupt diese Winterstimmung und sind natürlich alle nett, nehmen auch den Gast direkt so in ihrer Mitte auf und das ist natürlich schon sehr viel Klischee gesponnen, was ich aber tatsächlich gar nicht schlimm fand, weil ich es sehr charmant erzählt fand. Es wird sehr modern erzählt, sehr frisch, es geht alles sehr schnell. Man hat wirklich keine Längen in keinster Weise, sondern man kommt wirklich wunderbar in der Geschichte vorwärts, was ich einfach auch wichtig finde auf 220 Seiten. Und es ist wirklich auch ein sehr flüssiger Schreibstil und man bekommt ein schönes Gefühl dieses Dorfes. Man lernt die Charaktere gut kennen, auch die Nebencharaktere sind sehr schön gezeichnet, sodass man sich ein Bild davon machen kann. Und natürlich auch von Emily, die ich anfangs unglaublich sympathisch fand. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem ersten Negativpunkt, die sich aber in eine Richtung entwickelt, wo ich nicht mehr so viel mit ihr anfangen konnte. Was ich sehr schade fand, denn so manche Gedankengänge von ihr fand ich doch ein bisschen abstrus oder fragte mich, warum müssen die überhaupt erzählt werden? Es ist doch eigentlich ganz klar, dass es so ist, wie es ist. Und eben auch so manche Entscheidungen, die sie trifft, fand ich so ein bisschen merkwürdig, wo ich dachte, das wäre für mich gar keine Entscheidung gewesen. Also stand außer Frage, dass sie so handeln muss. Und man hat da so ein bisschen Drama drumherum gemacht. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Schön war natürlich, dass man in den Highlands war, ein Ort, den ich auch unbedingt mal in meinem Leben sozusagen bereisen möchte, also Schottland, und ich das auch unbedingt mal erleben möchte und mich da auch freuen würde. Ich fand auch wirklich, dieses ganze Dorf, in dem wir waren, fand ich doch ganz schön gemacht. Man konnte sich das auch gut vorstellen. Was ich sehr schade fand, ist, dass kaum Weihnachtsstimmung in der Geschichte aufkommt und dementsprechend natürlich auch nicht bei mir. Also es soll sich wohl um die Weihnachtszeit handeln und manche Dinge passieren eben so um die Weihnachtszeit, aber es war nicht explizit irgendwie in der Geschichte Weihnachten oder ja, ich fand das sehr schade, weil ich finde, das gehört einfach dazu, dass wenn man schon vielleicht so eine Geschichte schreibt und irgendwo mit einem Weihnachtswunder rechnet, dass das dann auch irgendwie passiert. Ich hätte mir da einfach mehr Emotionen, mehr Weihnachten, mehr Kekse, mehr Lichter, mehr Beleuchtung, mehr Deko gewünscht und einfach, dass auch mal irgendwo im Hintergrund ein Weihnachtslied läuft. Fand ich sehr, sehr schade. Und das Schlimmste für mich war das Ende. Gefühlt, es ist eine Szene, so mittendrin gefühlt, sage ich mal, und da drin, wumm, und dann ist das Ende da. Und dann gibt es gefühlt einen Epilog, der nochmal so erzählt, was die letzten Tage, Wochen passiert sind. Und ich denke mir so, hä? Also ich saß wirklich da und dachte, fehlt mir etwas in der Geschichte? Fehlen mir da 20 Seiten? Ist mir irgendwas entgangen? Ich habe auch nochmal im E-Book-Reader zurückgeblättert und dachte wirklich, hä? Das war wirklich mein Eindruck. Also so es passieren Dinge und man merkt so, es geht gegen Ende, aber es macht irgendwie mitten in der Szene Schluss, um uns dann im Epilog zu erzählen, was passiert ist. Und ich habe es
tatsächlich nicht so ganz verstanden, warum man das so gelöst hat und warum man der Geschichte nicht ein schönes, ausführliches Happy End Winter-Weihnachtsende gegeben hat. Fand ich unglaublich schade, denn es war der Geschichte einfach nicht würdig und hat für mich tatsächlich auch nochmal viel kaputt gemacht. Und ich frage mich, warum? Also ich kann die Erklärung nicht finden. Es ist ja kein 1000-Seiten-Wälzer, wo man am Ende nochmal so 20 Seiten gespart hätte, was am Ende egal wäre. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden, warum uns ein Epilog die Geschichte in Schnellform erzählt und man nicht nochmal so eine tolle Emotion rüberbekommen hat, die diese Geschichte ja, die lief ja darauf hinaus. Und auch wenn das Ende jetzt kein extrem überraschendes Ende ist, was es ja bei einer Liebesgeschichte gefühlt auch nicht sein muss, ich habe ja schon mal gesagt, es hat eben ein Happy End oder nicht, und man arbeitet dahin und dann will ich doch diese Emotion auch haben und ich habe sie nicht bekommen. Ich saß mit dem Fragezeichen da und dachte mir, das war's jetzt? Okay. Schön, dass du mir die Geschichte in einem Epilog erzählst und nicht einfach die Geschichte weitererzählt hast. Hä? Also ich war da wirklich sehr enttäuscht. Ich war auch echt frustriert mit diesem Ende und dachte mir, ja, naja, dann ist es halt jetzt so. Ich fand wirklich sehr, sehr schade und machte es somit wirklich auch zu einer nicht so ganz tollen Liebesgeschichte, weil einfach die Emotionen, kaum dass sie aufkamen, auch weg waren und am Ende ist man gefühlt abgewürgt worden. So, man ist gerade so, die Tränen steigen auf und schwupps, Ende, Epilog und so endet die Geschichte. Und man steht so da, die Tränen noch so halb im Auge und jetzt. Also fand ich leider nicht gut. Also fand ich wirklich schade, weil die Geschichte vorher wirklich schon eine schöne Geschichte war, wenn sie jetzt auch nicht das weihnachtlichste war, was ich gelesen habe. Aber das hat für mich einfach die Geschichte auch nicht verdient. Und ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat. Das ist ja auch kein Stilmittel in irgendeiner Art und Weise. Und ach, ich weiß auch nicht. Und es ist ja auch nicht das erste Buch der Autorin, denn es gibt wohl 2 oder 3 Reihen von ihr, wo ich so denke, sie muss doch wissen, wie man ein gutes Ende schreibt. Nach diesem doch eher enttäuschenden Buch ging es mit einem Winterbuch weiter. Ich hatte ja erst überlegt, es vielleicht in den Januar zu schieben, aber hatte dann einfach Lust auf ein paar Kurzgeschichten und man muss ja seiner Lust in vielen Fällen doch einfach nachgeben. Und so habe ich das Winterbuch von Tove Jansson gelesen. Das ist am 24. November im Bastei-Lübbe Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet in gebundener Ausgabe 12 Euro und als E-Book 10 Euro und hat auch 220 Seiten. Ja, es ist ein etwas komischer Zufall, dass diese beiden weihnachtlich-winterlichen Bücher jeweils 220 Seiten haben. Habe ich vorher nicht so geglaubt. Tja, Tove Jansson kennt man aus oder von den Mumin-Büchern, die man vielleicht aus der Kindheit, Jugendzeit irgendwie kennt. Ich mochte die immer sehr, sehr gerne, habe da auch einige von gelesen und bin auch vor ein paar Jahren, 2, 3, ich weiß nicht mehr genau, auf ein Sommerbuch von Tove Jansson gestoßen, das ich so bewusst nicht so mehr in Erinnerung habe. Aber ja, mir da auch gar nicht klar war, wer ist Tove Jansson. Und es dementsprechend, glaube ich, damals bei einer Freundin im Regal dann auch stehen gelassen habe. Aber das Winterbuch habe ich mir geholt und habe es in dieser Woche auch so peu à peu, wie man so schön sagt, gelesen. Es sind einige Kurzgeschichten enthalten. Und ja, Tove Jansson schafft es in diesem Buch, ja, eigentlich so aus jeder Zeit des Lebens eine winterliche, auch weihnachtliche Geschichte zu erzählen. Wir haben so Kinder, so Geschichten aus Sicht und auch Empfindungen von Kindern, so dies Jugendliche, so die Jungerwachsenen und dann eben auch, wenn man erwachsen ist und auch schon etwas älter ist. Und man schafft so ein wunderschönes Gleichgewicht der Geschichten, wie man eben so ein Buch, wie man eben so ein bisschen die Geschichte sieht, wie man den Winter sieht, wie man Weihnachten sieht, wie man so diese kalte Zeit sieht und dass es eben Menschen gibt, die sich darüber freuen. Es gibt aber, jetzt habe ich hier 2 Katzen, Entschuldigung, ich muss jetzt mit meinen Händen mal so kurz ein bisschen aufpassen. Und man hat natürlich hier einfach diese Sicht, dass es Menschen gibt, die den Winter feiern, was man draußen machen kann, Schlitten fahren, Schlittschuh laufen, einfach die Natur genießen, wenn sie still ist und ruhig ist und wenn der Schnee unter den Füßen knirschelt, was ja echt ein ganz tolles Gefühl und auch was für
für das Ohr sozusagen ist. Und es gibt natürlich auch die Menschen, zu denen ich zum großen Teil leider gehöre, die kein Freund des Winters sind, die die Kälte nicht mögen, vielleicht auch nicht abkönnen, die irgendwo auch mal so eine depressive Phase haben, die diese Dunkelheit nicht ertragen. Und so haben wir eben verschiedenste Geschichten, die so ineinander gehen und die eben so ein wirklich komplettes Wintergefühl dalassen. Und ich habe jetzt auch gar keine Geschichten rausgeschrieben, die mir besonders gut gefallen haben oder eher nicht, denn ich fand, es war so ein gleichbleibendes Gut. Es war jetzt nichts Herausragendes für mich dabei, aber auch wirklich nichts, wo ich denke, oh Gott, was hast du da gelesen, sondern es war so ein Gleichklang. Also auch die Kurzgeschichten haben sehr schön so gefühlt aneinandergereiht, ja, so ein großes Ganzes einfach ergeben. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen, hat mir gut gefallen. Es ist jetzt nichts, was mein Lesen komplett verändert hätte. Es ist jetzt auch kein Highlight. Aber wer eben gerne Wintergeschichten liest und das eben so aus verschiedenen Zeiten, Aspekten irgendwie sehen möchte, ich denke, der ist bei Tove Jansson hier im Winterbuch auf jeden Fall gut angekommen und findet hier die Geschichten, die man auch einfach braucht. Und man könnte ja auch diese Geschichten sich ein bisschen so einteilen, dass man so jeden Tag eine liest und so hat man etwas für die Adventszeit. Man kann dieses Buch natürlich auch ganz unabhängig von Weihnachten lesen. Im August würde ich das Buch jetzt nicht empfehlen, weil es natürlich schon auch mit der Kälte, die draußen herrscht, so ein bisschen spielt, mit den Stürmen, die es gibt, mit den Heizungen und den Kaminöfen, mit den heißen Getränken und der warmen Schokolade. Und diese Empfindungen, das fühlt man natürlich, wenn man auch einfach in dieser Zeit ist. Ich glaube jetzt einfach, wenn man 30 Grad am Strand hat, dann will man nichts von der heißen Schokolade wissen. Das muss man ja ehrlicherweise einfach dazu sagen. Dementsprechend eine Winterbuchempfehlung, auf jeden Fall im klassischen Sinne, wie man sieht, mit wirklich einer wunderbaren Sprache, die, ich finde, hat Tove Jansson wirklich super rübergebracht. Emotionen sind entstanden und eben auch wunderbare Charaktere, die so ein bisschen nachhallen. Und ja, fand ich ein gutes Rundum-Paket mit verschiedensten Kurzgeschichten, die mir wirklich auch gut gefallen haben und die bei mir so ein bisschen den Winter ein bisschen im Gedanken und im Herzen schöner gemacht hat. Wenn ich heute wieder rausgucke, ist das schöne Gefühl schon wieder vorbei, aber es nützt nichts, sich drüber zu beklagen. Es macht es einfach nicht besser. Und ich versuche nicht ständig zu sagen, dass ich das Wetter nicht schön finde, dass ich Kälte nicht schön finde, dass es mir viel zu dunkel ist und der Schnee auch doof ist. Wobei der Schnee an sich ist ja noch nicht das Doofe. Das Doofe ist ja dann in Städten, wenn es zu Matsch wird. Ja, das finde ich dann ja eher eklig. Aber ich schweife ab. Ja, das letzte Buch der Woche, wo wir zur Hälfte jetzt im Grunde gekommen sind, ist dann das Papiermädchen, das neue Buch von Guillaume Musso. Das Buch ist, glaube ich, im November erschienen, wenn nicht sogar schon im Oktober. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Blick. Und ja, dieses Buch habe ich mir zusammen mit der lieben Chiara und der lieben Miri, beide Kanäle natürlich dann auch in der Infobox, diesen Monat vorgenommen. Und es ist dann im Grunde der zweite Musso in diesem Monat. Wir sind jetzt so knapp bei der Hälfte, ich glaube auf Seite 180, ja, von 400. So richtig drin sind wir in der Geschichte noch nicht. Es ist eine sehr merkwürdig geschriebene Geschichte, die anfangs, also der erste Leseabschnitt mit 50 Seiten war mega verwirrend. So die letzten 100 Seiten waren dann irgendwie so, wir finden hinein. Man hat aber noch nicht so einen richtigen Bezug zu den Charakteren und irgendwie hat mich diese Geschichte auch noch nicht gepackt. Aber mal gucken, wie es weitergeht, ob wir durchhalten, ob uns diese Geschichte nicht vielleicht doch noch begeistern kann. Denn grundsätzlich klingt die Idee ja sehr cool, dass einem Schriftsteller seine eigene Buchcharakterin sozusagen auftaucht, die ihm dazu anregt, endlich den Abschluss der Reihe, in der sie sozusagen lebt, zu Ende zu schreiben. Und müssen wir mal gucken, wie uns diese Geschichte weiter gefällt. Dazu natürlich dann auf jeden Fall in der nächsten Woche auch mehr, wenn das Buch dann natürlich auch gelesen ist. Ansonsten habe ich mir in dieser Woche die neue Flow geholt und habe es auch auf Instagram schon mal geteilt. Was das Besondere an dieser Flow natürlich ist, wie immer Jahresende gibt es den Tageskalender, der bei mir auch schon aufgefädelt wurde diese Woche. Und deswegen wollte ich die Flow jetzt einfach auch nochmal vorab vorstellen. Normal mache ich das ja immer erst, wenn ich sie gelesen habe. In dem Fall könnte es aber zu spät sein, denn wenn ihr im Grunde auf so einen kleinen Kalender Lust habt oder ihn vielleicht auch aus den Vorjahren kennt, dann müsst ihr jetzt wahrscheinlich auch tatsächlich schnell sein. Und wir haben ihr eben 365 Tage Flow. Und da ist natürlich die Vorder- und Rückseite in der Regel bedruckt. Und
da gibt es allerhand. Auch in diesem Jahr, es gibt wunderbare Zitate, es gibt Rezepte, es gibt Tipps und Tricks. Hier hinten haben wir Halloumi-Brötchen mit Wassermelone. Hier haben wir ein Zitat von Stephen Hawking. Ohne Unvollkommenheit würde es weder dich noch mich geben. Ja, so ist es. Dann live mindfully. Beim Entrümpeln meiner Regale sind mir viele alte geliebte Bücher in die Hände gefallen. Die lese ich jetzt wieder und stelle fest, wie neu sie mir erscheinen. Und ja, also allerlei Tipps, Tricks zum Thema Flow, zum Thema Mindful, zum, ja, das einfach so Dinge, dass man einfach so ein paar Momente am Tag sozusagen innehält und ja, diesen Kalender lege ich mir dann wieder ans Bett, so wo auch der von diesem Jahr sozusagen liegt und ja, dann kann das neue Jahr sozusagen starten. Wie sie mir denn dann gefallen hat, denke ich, wird dann in einer der nächsten Bücherwochen erzählt. Dann gab es oder gibt es seit dem 1. Dezember einen Booktuber Adventskalender und ich habe in der letzten Woche schon davon berichtet und in dieser Woche am 7. gab es das Türchen von mir und ihr findet natürlich mal mein Türchen und in diesem Türchen findet ihr dann auch alle anderen ja, Beiträge sozusagen, also alle anderen Kanäle, sodass ihr, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, guckt einfach mal rein. In meinem 7. Türchen drehte sich alles um Buch- und Filmtipps zur Winter-Weihnachtszeit. Ja, Filme und Bücher, die für mich so mehr oder weniger auf jeden Fall dazugehören und die eben eine besondere Stimmung machen. Und ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt einfach mal in die Infobox. Da packe ich es euch auf jeden Fall auch mal rein. Dann geht es nächste Woche am 14. los mit unserem Leseclub-Buch. Dort lesen wir auch einen Musso, eine himmlische Begegnung. Und wir starten am Donnerstag, am 14. und sind, glaube ich, am 22., wenn ich mich nicht irre, fertig. Die Einteilung ist schon hinterlegt. Wer das Buch also vielleicht noch auf dem Sub hat oder noch nach einem Weihnachtsbuch so kurz vor Weihnachten sucht, ja, der ist vielleicht hier richtig und kann noch einsteigen. Am Donnerstag geht es los. Und ja, das Cover verspricht ja schon allerhand. Und hier heißt es so schön, dieser Roman ist gefährlich, Sie können ihn nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ja, was hier Musso für uns bereitet. Es muss wohl einer seiner ersten Mussos, also seine ersten Bücher sein, wenn ich mich erinnere, aus 2005 und ist dann das erste Mal in Deutschland 2006 erschienen. Und ja, ich bin einfach gespannt. Es soll wohl nicht der beste Musso sein, habe ich schon gehört. Logisch, wenn es natürlich eins der ersten Bücher ist, dann hat er sich natürlich auch noch entwickelt. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt und hoffe, dass ja, er mich ein bisschen noch in Weihnachtsstimmung bringen wird. Denn ja, in 2 Wochen ist es ja schon soweit. Also ich finde diesen kurzen Advent wirklich nicht schön. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn Weihnachten am Sonntag ist, dass dann der 4. Advent auch dahin gelegt wird. Irgendwie finde ich das doof. Ich muss das echt sagen, weil man hat nur 3 Wochen vor Weihnachts-Adventszeit und das ist mir gefühlt einfach viel zu wenig. Also ja, ich würde mir dann wünschen, dass der Advent eben einfach noch ein bisschen eher losgeht. Bringt natürlich dann alles andere durcheinander, aber ja, man hat ja nur einmal Weihnachten im Jahr. Aber ja, umfragentechnisch, was den Leseclub angeht, wir 4 Mädels sind uns schon einig, was, wie, wo im Januar zur Auswahl stehen wird. Ich denke, dass die Umfrage dann auch in der nächsten Woche starten wird, wieder so 15. rum, wie ja immer. Und das Januarbuch an sich wird ja dann wahrscheinlich ein bisschen später starten. Nicht so wie jetzt, dass wir schon Mitte starten, weil der Gedanke bei einem Weihnachtsbuch natürlich war, dass es vor Weihnachten fertig ist. Normal endet ja das Leseclub-Buch immer so am letzten Tag des Monats und wird ja so eingetriggert nach hinten dann gerechnet, dass es meistens um den 20. dann auch gestartet ist oder schon um 18, je nachdem wie viele Seiten das Buch hat. Bei 50 Seiten kann man sich das ja, am Tag kann man sich das ja auch ausrechnen. Dementsprechend denke ich, dass auch nächste Woche die Umfrage startet. Haltet euch da einfach so ein bisschen im Leseclub auf. In der Gruppe findet ihr immer in der Infobox den Leseclub, da ist der bei mir fix verankert. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe vor Weihnachten, vielleicht dann tatsächlich so die Umfrage Bücher mal irgendwie vorzustellen, mal gucken, wie ich es zeitlich eintakten kann, die Bücher vorzustellen und ein Video dazu zu machen, habe ich ja immer mal gemacht. Ansonsten seht ihr ja aber auch immer den Klappentext dann zu der Umfrage und schaut da einfach mal vorbei. Und dann kündige ich heute, ich hoffe, dass es tatsächlich auch klappt, ja, das Kings Jana Hangout an für den Donnerstag, für den 14.
Und ich hoffe wirklich, dass wir alle fit und gesund sind, sodass wir diesen Hangout noch in diesem Jahr hinbekommen. Er war ja schon geplant für den Oktober, dann im November und ich hoffe, dass er jetzt im Dezember klappt. Das ist ja theoretisch gar nicht ein Jahresend-Hangout, sondern ja eigentlich der, der noch das dritte Quartal beleuchtet. Man könnte auch dann schon fast das vierte Quartal beleuchten, aber... Ja, wir hoffen, dass es am 14. Dezember jetzt klappt, dass wir uns da einen wunderbaren weihnachtlichen, winterlichen Abend gemeinsam verbringen können mit allerlei Themen, die schon in Vorbereitung sind, festgelegt sind. Und natürlich sind jetzt auch neue Dinge schon dazugekommen, andere konnten wir streichen, weil die sind schon wieder so lange her, da braucht man gefühlt auch gar nicht mehr darüber sprechen. Aber ja, wir hoffen, dass es klappt. Der wird am 19.30 Uhr beginnen. Ganz klassisch, wie das so bei den Kingsiana Hangouts so der Fall ist. Und ich hoffe, dass ihr da einfach zahlreich dabei seid und wir alle vier wirklich gesund sind, fit sind und ja, es tatsächlich dann am Donnerstag schaffen. Aller guten Dinge sind ja drei und es ist der dritte Versuch und ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Ja. Ja, man steckt halt wirklich nicht drin und man kann bei Krankheit eben auch einfach so gar nichts machen und das ist auch nicht planbar und man weiß das auch nicht vorher und dementsprechend hoffen wir einfach, dass wir am Donnerstag alle fit sind und dass wir da einfach einen wunderschönen Abend miteinander haben und ihr auch zahlreich mit dabei sein werdet und ja, ich gucke mich gerade so um. Ich glaube, das war es so gefühlt für diese Woche auch. Filmtechnisch gab es, glaube ich, nichts zu erzählen. Auch serientechnisch gucke ich gerade nichts. Einfach, weil ich da gefühlt auch gar keine Zeit für habe, weil man ja doch zur Weihnachtszeit ein bisschen ja, die Lieben um sich herum haben möchte und es ja so zwei Weihnachtsfeierlichkeiten diese Woche gab und ich dann eben auch mit lieben Freunden, die ein bisschen entfernter sind, immer mal Skype und das habe ich diese Woche auch zweimal gemacht und damit sind dann schon 5 Abende gefüllt und ja, so viel mehr Zeit hat man dann ja gar nicht. In der kommenden Woche habe ich nur eine 4-Tage-Woche. Ich habe Freitag frei und möchte da, habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, mal zu Fielmann zu gehen, mir mal meine Augen wieder ausmessen zu lassen, vielleicht auch meine neue Brille zuzulegen, die ich ja nur im abends und im Notfall aufhabe. Mal gucken, vielleicht finde ich ja beim Brillengestell, was es mir total antut und ich dann zum Brillenträger werde. Wahrscheinlich eher nicht nach 20 Jahren, aber man weiß es ja nie. Ne? Man soll ja niemals nie sagen und dann möchte ich eben auch so noch ein bisschen Weihnachtsstimmung genießen und ich glaube am 14. kommt auch die 7. Staffel von Game of Thrones auf DVD heraus. Also dementsprechend weiß ich wohl auch, was ich mir am Freitag auf jeden Fall zulegen werde, wenn nicht schon am Donnerstag. Mal gucken, wie ich Zeit habe. Ich habe eine Spätschichtwoche, also 3 Tage Spätschicht, eine Woche einen Tag Mittelschicht am Donnerstag bis 18 Uhr und Freitag dann frei und freue mich auch sehr auf den freien Tag und vielleicht wird er ja auch ein bisschen lesetechnisch erfolgreich. Mal schauen, wie die Woche wird, was sie bringt. Ja, 2 Bücher habt ihr jetzt schon mehr oder weniger gesehen, die ich diese Woche beende und auch starte. Mal gucken, was ich so dazwischen quetsche sozusagen, was noch so ein bisschen gelesen wird und dann ja, glaube ich, war es das jetzt tatsächlich. Ich überlege noch, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich denke nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht kanntet ihr ja auch schon oder kennt das ein oder andere Buch und könnt da gerne auch was dazu in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, auch was ihr diese Woche gelesen habt. Und nun wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent, einen entspannten Sonntag, natürlich auch eine schöne weitere vorweihnachtliche Woche. Lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit, so, die ja doch ein bisschen besinnlicher ist. Ich hoffe, sie sollte es auf jeden Fall sein. Es klappt ja nicht immer. Stresst euch nicht und ja, versucht öfter mal innezuhalten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen oder dann natürlich auch beim Hangout am Donnerstag. Und ja, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.